Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ja, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie ich einmal Ubuntu 22.10 installiere. Ja, es ist jetzt hier mit Nachvertonung, weil es vorhin mit der Aufnahme nicht so ganz geklappt hat. Auch so ein bisschen Schnelldurchlauf, also im Zeitraffer. Also ist es im Endeffekt ein ganz normaler Installationsprozess, wie man es bei Ubuntu gewohnt ist. Dann klickt man da zwei, drei Mal so ein bisschen hin und her. Und schon ist dann auch im Endeffekt Ubuntu installiert. Klar, wie immer gehabt, Name eingeben, Name des Rechners eingeben, Passwort. Ja, alles selbst erklären, das bekommt jeder hin. Und dann ist erstmal nur Warten angesagt. Dateien werden kopiert, Grundsystem installiert. Ja, und so weiter. Und so fort. Ja, ich habe euch überlegt, ob ich das wegschneiden soll oder nicht, aber gehört ja irgendwie auch so ein bisschen hinzu. So ein ganzer Installationsprozess. So, Ubuntu ist fertig installiert. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal einen Neustarten. Ich nehme euch bei der ersten Reise, bei meinen ersten Schritten direkt mit. Enter drücken, ja, das machen wir auch. Und bei mir geht es in diesem Video darum, einfach mal zu gucken, wie schaut Ubuntu 22.10 aus? Ja, im Endeffekt für mich. Was hat sich da geändert? Wo lege ich den Fokus drauf? Sind meine Programme, die ich so benutze? Ja, wie schauen die aus? Dann nehme ich euch noch mit bei meinen ersten Schritten, wie ich so die ersten Einstellungen mache. So mit Gnome halt eben zum Beispiel, mit der Leiste. Ja, und solche Geschichten. Ich mache einfach mal überspringen. Sendeinformationen, ja, meinetwegen. Ist eh nur eine virtuelle Maschine. Ordnungsdienste brauchen wir nicht. Und hier ist auch alles klar. Ja, die virtuelle Maschine, wie ihr seht, macht das hier ein bisschen klein, warum auch immer. Arbeitsfläche ändern, war das das? Hey, wo ist das denn jetzt hin? Anzeigeeinstellung, ja. Das macht natürlich mehr Sinn. Ich nehme es für die virtuelle Maschine 1080. Beibehalten, ja. Ja, so schaut Ubuntu 22.10 nach der ersten Installation aus. Was habe ich gemacht? Im Endeffekt habe ich die normale Installation gewählt und MP3-Codecs und so weiter habe ich auch aktiviert. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Und schwupps, hier kommen schon die ersten Aktualisierungen. Was haben wir da am Kern? Ja, machen wir das mal. Details, ich möchte immer alles sehen. Das mache ich mal ganz gerne. Lass mir alles anzeigen, was da jetzt so passiert. Ja, dann machen wir noch einen Neustart. Klar, definitiv. So viel Zeit muss sein. Wir wollen ja schließlich up to date sein. Ganz kurz, was haben wir jetzt zur Auswahl? Wir haben Ubuntu und Ubuntu Xorg. Also ich denke mal, das erste wird Ubuntu mit Wayland sein und das andere mit Xorg. Ich lasse das mal so oft in der Standardeinstellung. Obwohl ich bei der letzten Version würde ich persönlich Xorg bevorzugen, weil es doch ein wenig buggy ist. So, fangen wir erstmal ein bisschen mit dem Aufräumen an. Die Leiste gefällt mir so erstmal nicht, wie sie hier ist. Hilfe, löschen. So, das kann er als erstes erstmal weg. Dann gehe ich immer hinein in die Einstellung. Hätten wir jetzt hier. Und irgendwo, ich glaube unter Darstellung war das, muss ich erstmal gucken. Das lassen wir erstmal so. Genau, Leistenmodus. Ja, das gefällt mir auch schon wesentlich besser. Und automatisches Ausblenden, wo haben wir das? Ungemountet einschließen? Nein. Netzwerkvolumen? Nein. Ein paar Pickup zeigen? Nein. Den brauchen wir auch nicht. Wir brauchen hier eigentlich gar nichts. Das machen wir auch schon mal weg. Leiste links finde ich persönlich am besten. Hier war das automatische Ausblenden. Das finde ich persönlich, ja, so am besten. Gut, schauen wir uns erstmal das neue Menü hier an. Das sieht ja erstmal soweit ganz nice aus. Das ist definitiv neu. Und hier könnte man dann bestimmt, wenn man im WLAN ist, dementsprechend das richtige WLAN sich aussuchen. Ausgeglichen, Energie sparen, ja, ist natürlich heutzutage ein wichtiges Thema. Nachtmodus und dunkle Themen. Dunkle Themen kann ich mal ganz kurz einmal anmachen. So, Steuerung Minus und Steuerung Plus, dann haben wir die gewünschte Größe. Und jetzt gehen wir einfach mal hierher und sagen in dunkle Ansicht. Ja, hat auch was.
Aber ich bleibe mal erst bei den Standardeinstellungen. Und jetzt sehe ich hier gerade, hier fehlt mir so einiges. Zum Beispiel, ich kann nicht direkt löschen. Okay, das wollen wir mal eben ändern. Wir brauchen dazu ein Terminal. Dann gebe ich mal ein sudo apt-get install dconf-editor. Ja, genau. Den will ich haben. Ein vernünftiger Dateibrowser ist, finde ich, schon wichtig. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Nein, das will ich nicht. Zurück. Ich sollte auch dconf schreiben. Da haben wir ihn, dconf-editor. Hier mache ich den Haken weg. Ich werde vorsichtig sein, klar. Ja, machen wir mal neu laden. Okay, warum nicht? Dann gehe ich rein. Ich glaube, das war in Org. Muss ich aber erst mal überlegen. Gnome. Und irgendwo müsste Nautilus stehen. Nautilus. Hier haben wir ihn. Ist das überhaupt Nautilus? Ja, müsste doch eigentlich, ne? Okay. Er will nochmal neu laden machen. Gut, kriegt er neu laden. Jetzt muss ich mich selber erstmal so ein bisschen durchwühlen, wo das nochmal ist. List View, genau. Hier können wir die erste Einstellung vornehmen, weil hier fehlt mir Typ. Ich möchte ganz gerne hier Typ mit einfügen. Dann gehe ich hier drauf, mache hier den Haken weg. Jetzt muss ich gucken, wo ich das haben will. Hier ist Name, Größe und dann müsste für mich eigentlich Typ kommen. Ich glaube, Kleinschreiben. Ja, hier muss man genau aufpassen, dass man an der richtigen Stelle ein Leerzeichen macht und hier diese Hochstriche hier dementsprechend hinsetzt. Und zack, jetzt haben wir hier Typ. Das finde ich schon mal gut. So, das war die erste Veränderung. UseTree, den möchte ich haben. Hallo? UseTree. So, neu laden. Okay, und das scheint nicht zu funktionieren. Hier hätten wir also ein Bug. Machen wir den mal weg. Neu laden. Geht nicht. Baumansicht. Die Baumansicht geht nicht. Das ist natürlich jetzt wirklich ärgerlich. List View ist richtig, klar. Warum geht die Baumview nicht? Gucken, ob Delete geht. Direktes Deleten. Rechte Maustaste. Ja, dauerhaft löschen. Das geht. Das war ja vorhin nicht drin. So. Das ist jetzt wirklich richtig ärgerlich, dass ich jetzt hier keine Baumansicht machen kann. Also, das ist... Tja. Okay. Nehmen wir erstmal so hin. Hier, das hat man auch ein bisschen geändert. Vielleicht kann ich hier über Einstellungen noch etwas vornehmen. Ordner vor Dateien anzeigen ist auch richtig. Verknüpfung erstellen. Ja, ab und zu braucht man das schon mal dauerhaft. Ach, hier kann man auch dauerhaft löschen einstellen. Das ist, meine ich, neu, dass man das direkt out of the box kann. Mehr kann man nicht einstellen. Ich gehe mal eben aus der virtuellen Maschine raus. Zeige euch mal eben mein Produktivsystem. Das hier meine ich damit. Mit Baumansicht. Und ja, wie gesagt, das fehlt definitiv. Ich gehe jetzt in meine virtuelle Maschine wieder rein. Gut, das hätten wir schon mal abgeschickt. Dunkle Themen haben wir abgeschickt. Ich schaue mir jetzt erstmal an. Was ist alles so mit installiert? Ja, die ominösen Spiele, die seit gefühlt schon seit 20 Jahren mit installiert werden. Warum auch immer. Auch hier. Hier könnte ich mal zum Beispiel ein bisschen aufräumen. Und einfach sagen, wir packen die zusammen. Haben wir noch ein Spiel hier dabei? Das war's an Spiele. Ah, hier, das ist auch ein Spiel. Ach, erkennt er sofort mit Spiele. Das finde ich auch gut. Und hier haben wir noch ein Spiel. Könnte man eigentlich auch deinstallieren. Mal gucken, ob man diesen ganzen Ordner hier auch verschieben kann. Jo, kann man. Prima. Zack, den packen wir mal hier hin. So. Ja, das ist auch so eine App, mit der ich gar nichts anfangen kann. Ja. Statistik halt, ne? Ich meine, wer es braucht, warum nicht? Die würde ich zum Beispiel auch mit hier reinpacken. Was haben wir denn noch in den Hilfsprogrammen drin? Er weiß nicht, Netzwerkkonfiguration. Ja, das ist auch so eine App mit diesem Kuchen, mit der Kuchenansicht. Ja, sieht ganz nett aus, aber mehr eigentlich auch nicht. Datensicherung, ja, das wäre wichtig. Laufwerke ist, finde ich, schon ein wichtiges Programm, weil hier kann man auch Partitionierung vornehmen, meine ich.
Genau, Dateisystem überprüfen, reparieren und formatieren und solche Scherze. Das ist für mich schon ein wichtiges Programm. Das würde ich jetzt persönlich jetzt hier rausholen und nach vorne packen. Archivierungsprogramm, Dokumentenbetrachter, ja, okay. Das kann man ruhig jetzt erstmal so lassen. Geht es hier noch weiter? Zeichen, Schriften. Ja, Schriften. Ich habe auch mal ganz gerne viele Schriftarten. Einfach mal so einen Überblick. Vor allem so dieses Verschnörkelte nehme ich manchmal ganz gerne. Für irgendwelche kreativen Arbeiten, sage ich mal. Ja, hier. Ja, da muss ich noch ein paar nachinstallieren, definitiv. Aber so als Überblick finde ich das schon mal ganz gut. Hilfe brauche ich nicht. Zack, kommt auch da rein. Das brauche ich definitiv für meinen Server. Ich denke mal, das hat sich eigentlich auch nicht großartig verändert. Oh, das hier ist neu. Dass man das hier so in die Breite ziehen kann, ne? Auch nicht schlecht. Gut, was haben wir noch? Anwendung Kalender. Ja, der war immer ein bisschen Spack. Au, da hat sich was geändert. Hier hat man so eine kleine Übersicht. Das ist neu. Okay. Woche, Monat, ich glaube Jahr fehlt hier. Früher hat man manchmal noch Jahr gehabt. Und hier kann man dementsprechend was eingeben. Sagen wir mal zum Beispiel Test Meeting. Ja, da hat man das Test Meeting hier drin und hier hat man sofort eine Übersicht. Ja, das finde ich gut. Ich meine, bei dem alten Kalender ging das nicht. Okay, also das hat schon mal einen kleinen Update bekommen. LibreOffice, ich denke mal, da wird man jetzt nicht viel erkennen. Was haben wir hier für eine Version? Das wäre die Version 7.4. Und vorher hatten wir 7.3. Das weiß ich jetzt zum Beispiel direkt aus dem Kopf. Was das jetzt genau beinhaltet, weiß ich nicht. Videos benutze ich eigentlich auch eher wenig, weil ich dachte, da den VLC-Player für verwende. Oh, was ist das denn? Apple Movie? Was ist das denn? Machen wir mal Apple Movie. Okay. Das ist doch, meine ich, auch neu, ne? Und jetzt, was passiert denn, wenn ich irgendwas hier anklicke? Einfach nur so zum Testen. Haha, OpenGL unterstützen konnte nicht in die, alles klar. OpenGL fehlt. Ich mache mal einen Test auf meiner echten Maschine. Okay. Also diese Funktion gab es wohl schon vorher. Das war mir noch gar nicht so bewusst. In Euronews war ja nichts. Machen wir Apple Movie. Ich klicke mal irgendetwas an, was so ein bisschen jugendfrei ist. Hier sehe ich gerade so einen Horrorfilm. Hier ein Liebesfilm. Doch, es geht. Oh, schnell ausmachen. Ihr habt es gesehen. Auf der echten Maschine funktioniert es. Und bei Ubuntu 22.10. Da funktioniert es nicht. Warum auch immer. Ich mache mich da aber auch nochmal schlau, ob ich irgendwie OpenGL noch nachinstallieren muss. Genau, ich könnte ja mal den VLC-Player installieren. Der müsste ja dann eigentlich OpenGL mit installieren. VLC. Ja, VLC, zack, das passt. So, VLC ist installiert. Mal sofort starten. Ja, ne. Oder? Ach komm, ist egal. Ja, VLC-Player halt, ne? Mal ganz kurz gucken, welche Version. 3.0.17.4. Okay. Ich versuche jetzt nochmal mein Glück mit dem Videoprogramm. Sag in Kanäle war das, ne? Dann haben wir gesagt Apple Movie. Und ich klicke mal irgendeinen jetzt hier an. Nein, OpenGL-Unterstützung konnte nicht installiert werden. Okay, ich mache mich jetzt gleich nochmal schlau, wie man OpenGL nachinstalliert. Vorher stecke ich hier die anderen Programme nochmal ab. So, was haben wir hier noch? Office habe ich. Cheese, ja gut, das ist eigentlich uninteressant. Das kann eigentlich weg. Eine Alpha-Version. Shotwell, ja, Shotwell ist auch sehr interessant, das Programm. Würde mich interessieren, welche Version das ist. 30... Also 0.30.16 und bei der LTS-Version haben wir 0.30.14. Also kein wirkliches Update, vielleicht ein paar Mini-Veränderungen und das war's. Laufwerke habe ich schon getestet, Systemüberwachung ist klar. Startmenüersteller, ich denke mal, das wird auch so sein. Ja,
Image aussuchen, USB rein, USB-Stick rein, fertig. Was haben wir noch? Zusätzliche Treiber kann ich jetzt nicht testen, da ich eine virtuelle Maschine bin. Editor, ja, das ist auch ein Programm, was eigentlich unterschätzt wird. Mit denen arbeite ich doch sehr viel. Ne? Kann man natürlich jetzt sagen, das ist ein schöner Text. Kann man hier noch irgendetwas einstellen? Aha, Tabulator war das vorher auch. Komm, ich teste mal. Ich mache mal einen Vergleich vom Editor zu der LTS-Version. So, das wäre jetzt der Editor von der LTS-Version. Hallo Editor, where are you? Bestimmt ganz rechts, ne? So, und das wäre jetzt der Editor von 2204. Könnt ihr auch mal eingeben. Das ist ein schöner Text. Das sieht dann so aus. Einstellung. Mich interessiert jetzt, ob das mit dem Tabulator, ob es das auch schon vorher gab. Einstellung. Ne, das ist hier nur einfach, das ist hier ein bisschen ordentlicher gegliedert. Schriftenerweiterung. Okay. Zeilennummer mache ich auch mal an, so wie ich es jetzt hier auch habe. Drücken wir da auch mal Enter. Das hat sich ja in dem Sinne auch nicht verändert. Oh, was kann man denn hier machen? Ach, ich kann hier direkt ein dunkles Thema auswählen. Kann ich das hier auch bei der alten Version? Nein. Obwohl, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und dann kann ich jetzt hergehen und sagen, okay, du Editor, du hast ein dunkles Thema, alles andere nicht. Also ich denke mal, dass alles andere kein dunkles Thema jetzt ist. Genau, das hat ein helles Thema. Und mein Editor, mein Editor hat ganz individuell ein eigenes dunkles Thema. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, was kann man noch machen? Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ah, kann man noch dunkler machen? Kann man blau machen? Ey, das ist ja mal cool. Einen blauen Texteditor. Wow. Oh, das finde ich hier gut, weil da sind die Zeilen ein bisschen abgetrennt. Nee, das nicht. Ja, doch, das ist ja mal richtig nice, ne? Komm, wir lassen das mal so schön blau. Wow. Cool. Wir halten fest, der Texteditor hat endlich mal ein Update bekommen. Das finde ich ja richtig klasse. Das ist richtig schön. Nee, finde ich gut. Gefällt mir richtig gut. Einfach mal gucken, ob sich hier was geändert hat. Klar, ich brauche erstmal die aktuellen Infos und die Zeit geben wir ihm erstmal. So, was schlägt er mir vor? VLC habe ich schon installiert und erkennt er das? Oh, was ist das denn? Ah, jetzt als Snap. Hier sagt er nur Snap. Und hier hätten wir ein Depp-Paket. Okay. Ich sollte Where is auch richtig schreiben. Dann könnte das funktionieren. Ja, das ist, so wie das aussieht, ein ganz normales Paket. Ne? Also kein Snap. Snap-List war das, meine ich. Einfach mal zu gucken, was ist alles als Snap installiert. Okay, jetzt sehen wir es. Alles, was Snap ist, ist Firefox. Gnome selbst ist sogar auch ein Snap. Okay. Auch interessant. Und der Snap Store. Okay. Also VLC ist kein Snap. Okay, wir gehen jetzt hier mal weiter. Skype. So, ich mache einfach mal so ein paar Stichproben. Wie sieht's aus mit QMapCheck? Gibt es nicht, ne? Ja, das ist aus irgendwelchen Gründen aus dem Software Center immer noch rausgeflogen. Ich beende mal ganz kurz, weil das Programm ist für mich sehr wichtig. Das möchte ich ganz gerne dann installieren, trotz alledem. QMapCheck, jawohl. Über die Pakete geht es auf jeden Fall in der Konsole. Wieder falsch eingegeben. Ja, Gott sei Dank, es ist vorhanden. Das könnte jetzt einen kleinen Augenblick dauern. So. Hat einen Moment gedauert, QMapCheck ist jetzt installiert. Er müsste jetzt eigentlich ganz hinten stehen, jawohl, und automatisch wird auch QMapTool mit installiert, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ja, sieht erstmal so aus wie immer. Ich nehme jetzt zig Fenster auf, die man eigentlich gar nicht alle braucht. So, machen wir alles mal zu.
Ja, so sieht QMAP Check aus. Ganz kurz gucken, was haben wir denn für Version? 1.16.1 ist, meine ich, keine aktuelle Version. Hier eben nochmal auf mein Live, auf mein Hauptsystem drauf. QMAP Check. So, welche Version haben wir jetzt? Ist genau die gleiche Version. Also es gibt kein Update von QMAP Check. Okay. Gehe ich wieder in die virtuelle Maschine rein. Zack. Okay. Wie gesagt, das sollte auf jeden Fall noch behoben werden. Aber mit dem OpenGL das Problem. Das Problem mit dem Nautilus und dieser Baumstruktur sollte beheben werden. Mit dem Software Center finde ich jetzt auch nicht so glücklich, dass so viel über Snap da jetzt schon vorgegeben wird. Ist aber nur eine persönliche Meinung dazu. Ja, ansonsten sieht das natürlich schon alles ein bisschen moderner jetzt hier aus, keine Frage. Läuft sehr flüssig, sehr gut. Das Menü finde ich auch sehr gelungen. Ich würde sagen, Ubuntu ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Sollte die Kleinigkeiten noch abstellen, ja, und dann passt das, ne? Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!